doch auch schön. Also, von daher gesehen, ja. Sind die Tierchen jetzt auch nicht so friedlich? Wir sind hier nicht auf Easy oder so, ne? Möchte ich mal kurz so nebenbei mal anmerken. Tralala, weil es mir selbst so viel gefallen ist. Ja, ich weiß, es ist relativ wenig Action bisher passiert. Aber ich denke mal spätestens mit dem Banzer. Ah, da freue ich mich richtig drauf. Wird hier mehr Action passieren und so, ne? Ja, sieht lustig aus, dass der intelligente Knickarm intelligenter Knickarm anzeigt. Aber egal. So, dann müssen wir mal schauen, ob hier auch mal Platten kommen oder so. Ja. Da hatten wir ja auch schon 9 Firmen, aber es bringt ja nichts, wenn ich 9 Firmen da jetzt hinhämmer und nichts passiert. Also hier wird ja gerade gar nicht abgedrückt. Boah, ich habe auch noch Zahnräder und so ein Quatsch. Boah, hier, nimm dir, gönn dir. Oh, unser Schwefel ist ausgegangen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, und hier werden jetzt auch Platten mal wieder hergestellt. Die laufen jetzt hier auch durch. Zudem, wenn der Stahl hier irgendwann auch voll ist, obwohl der jetzt wesentlich mehr Laufweg hat, ne? Was das Laufband angeht, also da kann eine Menge mehr drauf, werden die hier auch aufhören rumzugreifen. Aber die greifen hier momentan echt alles ab, oder? Da kommt nicht eine Platte groß durch. Das ist nicht gut. Da müssten wir irgendwie mehr herstellen oder so, glaube ich. Ach so, warte mal, er greift momentan keine Platten mehr ab. Boah, den könnten wir auch woanders vielleicht mal irgendwann hinstellen oder so. Aber er ist jetzt nicht schuld. Der andere, der hier noch Platten abgegriffen hat, quasi für hier drüben, der macht es ja auch momentan nicht. Ich kann immer noch nicht abbauen, nein. Gottchen, ich habe Kupfer im Inventar, also Kupferbrocken. Was soll ich denn damit? Gehen wir mal kurz zur Kupferproduktion hier oben. Schmeißen eben die Brocken rein und dann sollte das schick sein. Kohle brauche ich eigentlich auch nicht. Oh, da vorne sind Fische. Yam, yam, Fische. Lecker Schmackofatz. So. Und dann werden wir mal hier weiterschauen. Tralala. Ja, ohne Schwefel wird das nichts, ne? Und was fehlt dir jetzt genau? Petroleum. Und warum stellen wir keins her? Also das Plaste ist weg. Ach du Schreck. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wir sind einfach viel zu voll mit diesem Brennstoff quasi. Das ist nicht so gut. Da müssen wir mal schauen. Weil das meinte ich, wenn hier irgendwo die Produktion zum Erliegen kommt von diesem Öl, dann kommt es komplett zum Erliegen. Also es ist nicht so, dass jetzt hier der Brennstoff nur zum Erliegen kommt und ja, jetzt geht es ein bisschen weiter mit dem Brennstoff und schon kommt Schwefel auch wieder zutage. Weil er kann es nur dann splitten, wenn es auch da ist. So, was wir natürlich machen könnten, wäre jetzt noch einen Tank da ansetzen oder so. Tralala. Oder weitere Dinge damit erstellen. 2,2000 Liter. Ja, 2,5 und 0. Das hier wird wahrscheinlich am meisten verbraucht, weil wir zwei Sachen schon produzieren damit. Da müssten wir mal schauen. Gut, wir könnten jetzt Sprengstoff herstellen zum Bleistift, aber ich glaube für Sprengstoff, lass mich nicht lügen, brauchen wir Schwefel. Schwefel, Kohle, Wasser. Okay, bringt uns gar nichts. So, Schmiermittel benötigen wir. Schweröl. Okay, das könnte man machen. Dass wir Schmiermittel erstellen. Allerdings, hier ist ja der Schweröltank. Ich
werde, glaube ich, hier nochmal so zwei, drei Tanks erstellen. Allerdings fehlt uns Stahl dazu, dass wir hier nochmal ein paar Tanks, vielleicht so zwei Stück hinstellen, dass das ein bisschen nochmal gespeichert werden kann. Weil Schmierölproduktion und so, das wollte ich ein bisschen später erst machen. Erstmal wollte ich mich hier um die blauen Fläschchen kümmern. Achso, du stellst uns blaue Fläschchen her. Moment, wie war das? STRG und dann das und oder Shift und das. Nee, irgendwie ging das. So, warte mal, Shift. Ah, zack, genau. Ha! Mit Shift rechte Maustaste kopieren und Shift linke Maustaste wieder einfügen. Ich finde die Funktion total genial, dass die hier eingebaut haben. Dass man einfach so, das kann man mit Knickarmen, Fabriken und allem Pipapo so machen, quasi. Wenn wir jetzt zum Beispiel schon die nächsten Fabriken hier hinstellen würden. 1, 2, pop, 1, 2. So, 1, 2, ne? 1, 2, jetzt habe ich, 1, 2, 3, 4. Okay, und 1, 2, 3, 4 macht 8. Plus noch eine wäre dann die 9. Und natürlich muss da hier wieder Bäume im Weg rumstehen. Na komm, Hacken weg. Sodele. Ja. Ich glaube, das Zeug hier soll irgendwie hohes Gras oder irgendein Quatsch darstellen. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal. Ich hätte mich gar nicht verzählen können, weil wir haben genauso viele Firmen, wie wir brauchen. So, und jetzt machen wir zack, zack. Ach, ist das schick. Zack, da müssen wir es nämlich nicht pro Firma auswählen, was sie erstellen soll, sondern sagen der Firma einfach so, bum, 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 hier ist dein Plan und mach. Das ist toll. Das gefällt mir, das fetzt. So, dann geben wir den ganzen Strom hier drauf. Naja, ich knall jetzt doch alle neuen hin und dann haben wir quasi die Produktion dann schon so weit fertig. Ich glaube, mehr als den einen Trank hat er immer noch nicht fertig, weil hier einfach die Knickarme fehlen. Ne? Die kommen halt nicht. Und auch irgendwie die Grünen nicht mehr, kann das sein? Ja, weil einfach die ganzen Platten fehlen hier. Ne? Das ist ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt die ganzen Platten hier fehlen und dementsprechend nichts hergestellt wird. Gut, was man machen könnte, wäre jetzt zum Beispiel hier hingehen und die Kiste von beiden Seiten quasi entleeren lassen. Irgendwann ist sie leer und dann haben wir hier oben schon mal Platten, wo wir Zahnräder herstellen, wobei die Zahnräder sind voll. Boah, dann wird die Fabrik eh gleich in Streik treten und sagen, was sollen wir das Zeug herstellen, davon haben wir tonnenweise. Das ist dann auch gut so. So, Dölle, dann hatte ich mir das nämlich folgendermaßen gedacht, dass wir quasi hier das nach oben hin rauspacken können und dann keine Knickarme mehr haben. Okay, ich erstelle nochmal so 10 Stück. Tralalalala. So, Dille. Ist ja alles nicht so schwierig, so wild, so doll. So, dass hier oben die blauen Tränkchen dann rausgepackt werden aus der Fabrik. Gut. Okay, erstellt noch, aber ich glaube, wir brauchen schon wieder noch mehr. Ja, ja. Das ist auch immer so eine Mangelware. Aber eigentlich könnte ich jetzt auch schon Knickarme so rum ansetzen, auf die Seite. Nicht zwei. Einer reicht. Lalalala. So, dann vielleicht auf die andere Seite, also so wie unten auch die Firmen gebaut sind. Lalalala. Und dann hätten wir das hier auch schon mal durch, soweit, bis auf die großen. Kann ich natürlich auch gleich ansetzen. Immer mal Rinder mit den Kindern. Und dann geht das schon, dann passt das. Müssen wir gleich noch die Fließbänder hinsetzen. Und dann sollte das eigentlich langsam, aber doch dann ja mit den blauen Tränken hier auch mal losgehen. Ne? Dass die dann auch ankommen, wo sie hingehören. Ich wette, hier kommt gleich bestimmt ein Baum, den ich wegholzen darf. Danke dir. Na, kommen wir dran vorbei? Ja, momentan schon. Gut, dann muss ich die nicht wegholzen. So, jetzt können wir die Seite hier auch nochmal runterziehen. Und wie viele Knickarmbändchen, ja. Du mich auch. Erzähl wieder ein Stunz.
Stoß. So. Das will ich nämlich nur bis dahin. Genau. Und jetzt sind sie alle. Jetzt sind sie alle. Na, super. Wir könnten allerdings jetzt ja hingehen und Batterien und Stahl vielleicht hier weiterlaufen lassen. Vielleicht hier irgendwie rüber oder so. Dass wir dann zu dem Kupfer und Eisen wieder kommen, wenn da mal Eisen kommt. Ja. Aber wir sehen schon, das ist absolute Mangelware derzeit. Aha, da kommen mal wieder ein paar Fließbänder. Okay. Ja. Juti. Aber, okay, ein paar Eisenplatten kommen jetzt langsam wieder. Aber die kommen auch nicht weit, ne? Also, die sind ja ruckzuck verbraucht, dass hier oben die Firmen überhaupt nichts abkriegen bisher. Aber naja, das wird sich alles noch ein bisschen ändern. Ach, guck mal, hier liegen ja lauter Fließbänder schon wieder. Yippie! Können wir ja wieder ein paar abgreifen. Lalalala, ich bin auch gemein, ey. Na gut, so wird das nämlich ewig weitergehen, dass wir hier so ein bisschen im Manko leben. Aber hier kommen schon die ersten Dings wieder an, ne? Also die ersten schnellen Greifarme. Also hier geht es doch ein bisschen langsam, aber dezent voran. Das ist doch wirklich ein bisschen hier vorangeht mit den blauen Tränken. So, aber dafür brauchten wir jetzt auch die Knickarme weiter. Dass wir hier quasi noch die Außenlinie machen können. Hup. Ja, komm, geh vom Fließband runter. Das muss jetzt nicht sein. Und dieser Baum muss da auch nicht sein. Ach, immer diese.